Ahoi und Tag gesagt, Freunde der Aquarien- und Terrarienkunst. Ich melde mich hier zurück mit einem kurzen Update. Es ist so viel passiert, ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Deswegen fange ich einfach mal bei den Krebsen an. Also, zu den Krebsen. Vorab noch der Hinweis in eigener Sache. Ich bin kein Aquascaper, kein Züchter und auch kein Gärtner. Ich bin lediglich ein Hobbyist, auch wenn ich mittlerweile fast 30 Jahre dieses Hobby betreibe. Zuallererst natürlich, wie ihr das schon gewohnt seid, hier das Herzstück meiner ganzen Anlage, der Luftkompressor. Und dann zeige ich euch noch die Beregnungsanlage. Die steht hier. Hier seht ihr auch die ganze Kabellage hinter meinen Aquarien. Das ist die Beregnungsanlage. Hier der 10-Liter-Kanister. Ich habe mittlerweile alles mit Kabelkanälen verlegt. Hier kann man das ganz gut erkennen. Im hinteren Kabelkanal, da läuft die ganze Elektrik. Hier im vorderen Kanal, ich mache das mal auf für euch. Da seht ihr die ganzen Luftschläuche für alle meine Aquarien und auch für die Terrarien. Das kennt ihr ja schon. So, hier also meine Krebs-Terrarienbank. Wie das Terrarium da reingekommen ist, was das für ein Terrarium ist, das habt ihr alles auf meinem Kanal gesehen. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, klickt einfach oben rechts. Dort habe ich bestimmt gleich einen Link eingefügt, wo ihr das alles nochmal Revue passieren könnt, was hier überhaupt passiert ist. Was ich sagen kann, ihr seht da oben diese Anzeigen. Außerdem, wenn ich das Ganze mal öffne, seht ihr hier auch, Moment, da eins und da zwei Beregnungsdüsen, da hinten die Heizlampe und hier an der Seite seht ihr noch, Moment, da einen Ventilator und ich robb mal für euch auf die andere Seite. Da seht ihr das zweite Schmuckstück. Ich muss wirklich mal wieder sauber machen. So, hier ist die Steuerung des Lichts. Das treibe ich mit einer Juwel-Aquarienlampe. Ich bin sehr zufrieden damit, muss ich sagen. Auch eine Nachtillumination ist hier gewährleistet. Wenn es zu kalt wird, schaltet sich automatisch die Heizlampe ein. Zack. Und wenn die Luftfeuchtigkeit sinkt, wie gesagt, abends besprühe ich das Ganze mit einer Beregnungsanlage automatisch für eine Minute jeden Abend. Und wenn es zu feucht wird, gehen die Ventilatoren an. Füttern tue ich hier nach wie vor mit Babybrei, gerne auch mit Fisch. Und was ich immer drin habe, ist Früchtemüsli. Hier seht ihr mein Süßwasser und hier mein Salzwasserbecken. Ich habe es jetzt extra nicht sauber gemacht, damit ihr mal seht, wie es aussieht in einer normalen Nutzungsphase. Und so sieht das dann aus. Also sehe ich einen Krebs. Ich versuche mal, einen für euch zu finden. Da robbt schon einer weg. Da schläft einer. Und hier hat sich auch einer gezeigt. So, was ist neu? Neu ist die Hintergrundbeleuchtung. Das seht ihr hier. Unterbodenbeleuchtung, Ambilight quasi. Was mich nämlich auch gleich zum nächsten Terrarium bringt. Nämlich das Schrankterrarium. Im Schrankterrarium habe ich nämlich auch eine Ambilight-Beleuchtung verpasst, was aber eigentlich nur ein Gag bzw. ein Gimmick ist. Das Schrankterrarium an sich hat sich eigentlich überhaupt nicht verändert. Das ist ja mittlerweile mein ältestes Terrarium. Alles selbst gebaut hier in diesem Vitrinenschrank. Ich mache das gleich mal auf für euch. Ich halte hier Anolis carolinensis, Hylas cinerea und ein paar asiatische Hausgeckos. Die haben sich jetzt natürlich alle versteckt. Hier hat sich am wenigsten verändert, wie gesagt. Ich
beabsichtige hier in naher Zukunft mal das ganze Terrarium auszubessern. Ab und zu kommt es vor, dass doch ein paar Heimchen hier in die Rückwand sich reinfressen. Das sieht man dann immer schön, wenn so kleine weiße Kügelchen am Boden vom Terrarium liegen. Und außerdem muss das Ganze mal hier kräftig sauber gemacht werden. Da schnappt man sich mal eine Bürste und bürstet das alles hier mal kräftig ab. Zur Technik hier habe ich auch zwei Beregnungsdüsen. Hier oben den kleinen Vollmond, meine Nachtbeleuchtung. Hier sprühe ich auch einmal am Tag für eine Minute. Ich habe hier verschiedene Pflanzenleuchten drin. Guckt einfach in die Beschreibung, dort findet ihr die ganzen Links, was ich hier an Technik benutze. Pflanzen halten sich so eigentlich ganz gut. Ich muss hier eine Weile rum experimentieren, welche Pflanzen sich gut halten. Mittlerweile habe ich hier schon lange nichts mehr ausgetauscht. Wenn ihr meinen Videos folgt, dann kennt ihr das alles schon. Am besten Wert hier haben sich Epiprenum und auch Philodendron. Die sind hier schon richtig gut an die Rückwand festgewachsen. Die werde ich gar nicht mehr hier so ohne weiteres abbekommen. Man nennt diese Pflanzen Starkzehrer, denn die ziehen das Nitrat und auch das Phosphat aus dem Wasser. Richtig spannend wird es jetzt eigentlich erst bei den Axolotln. Da hat sich eigentlich am meisten getan. Das ist hier mein Rio 180, mein Juwel. Okay, was ist neu, werdet ihr fragen. Ich zeige euch das gleich mal hier. Oh, aha. Kaputte Tür. Juwel, da müssen wir nachbessern. Was ist passiert? Ich lasse das jetzt mal so im Raum stehen. Hier also meine Neuheit, mein Verdampfer, mein Vernebler, mein Ultraschallvernebler. Ich zeige euch auch, wo der endet, nämlich hier oben auf dem Aquarium für die Pflanzen. Ich zeige euch das gleich nochmal in Aktion. Wenn ihr meinen Shorts folgt, dann kennt ihr das aber auch schon. Was noch neu ist, seht ihr da hinten in der Ecke, das ist der Hamburger Mattenfilter. Ein mobiler Hamburger Mattenfilter. Und das Allerbeste ist jetzt die Durchlaufkühlung. Die endet hier und geht da mit einer Eheim-Pumpe in den Durchlaufkühler. Den Durchlaufkühler habe ich von einer netten Dame gebraucht gekauft. Die nette Dame hat mir gleich noch ihre Axolotl dazu gegeben. 3 Stück, wie sie sagte. 2 sind dann hier angekommen, weil wohl ein Axolotl noch die Katze gefressen hatte. Glaubt mir, Freunde, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so schlecht aussehende, unterernährte Axolotl gesehen. Es war wirklich ein Trauerspiel, man hätte heulen können. Ich versuche die jetzt gerade aufzupäppeln, die zeige ich euch gleich auch noch. Hier seht ihr nämlich jetzt mein Quarantänebecken mit den 2 übrig gebliebenen Axolotln, die jetzt mal umgesetzt und denen hier eine kleine Höhle gebaut.
Ich peppel die gerade auf mit Hühnerleber, Tubifex, wie ihr seht, und ein paar Regenwürmern, was ganz gut funktioniert. Ich habe die jetzt keine 2 Wochen und die sehen merklich besser aus. Ich habe jetzt eine veterinärmedizinische Untersuchung eingeschickt, um zu gucken, ob hier ein Hautpilz vorliegt, bevor ich die zu meinen Axolotln dazusetze. Die beste Methode, um diesen Hautpilz abzutöten, ist halt durch Austrocknung. Oder aber, das hat mir Dr. Mutschmann, Gott hab ihn selig, damals noch verraten, bei plus 40 Grad, das ist Wasser, was aus dem Hahn kommt, lässt sich dieser Pilz auch abtöten. Wenn ihr Axolotln mögt, dann könnt ihr euch das einfach mal im Hinterkopf behalten. Das mit den 40 Grad Wassertemperatur bezieht sich natürlich nur auf Gegenstände. Die Axolotl mögen es natürlich deutlich kälter und sollten niemals bei so heißer Wassertemperatur gehalten werden. In den letzten 2 Wochen haben die kleinen Racker sich hier ganz schön gemausert. Wir warten jetzt mal die Untersuchung ab und hoffen, dass sie zumindest keinen Hautpilz haben. Und Schlag auf Schlag führt mich das gleich zum nächsten Becken. Das steht nämlich da drüber. Mein Buddha-Becken. Das Buddha-Becken mit der integrierten Fauna drumrum. So, ich habe hier eine Abdeckscheibe drauf, um ein bisschen Energie zu sparen, weil ich hier das Ganze mit einer Heizung betreibe. Heizung sieht man hier. Ich bin auch umgestiegen auf einen Außenfilter, Eheheim 150 Classic. Ich bin eigentlich auch super zufrieden mit dem Teil, auch wenn ich sagen muss, dass der Durchfluss doch nach relativ kurzer Zeit doch erheblich nachlässt. Ich habe hier eigentlich gar nichts Besonderes drin, bis auf das HC Kuba. Trotzdem dünge ich hier jeden Tag und ich betreibe das Ganze auch mit CO2. Etwas umgebaut hier. Kennt ihr alles aus meinen Videos? Die aufmerksamen Beobachter unter euch werden auch diese kleinen weißen Kästchen hier gesehen haben. Das sind kleine Datenlogger, die mir über das komplette Jahr verteilt die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit anzeigen. Ich habe ja hier 2 Fogger im Einsatz. Einen bei den Axolotln und einen hier bei den Bloody Marys. Alle 3 Stunden machen die halt für eine halbe Stunde Nebel. In der Datenlogger-App konnte ich dann auswerten, wie sich Trockenheit und Luftfeuchtigkeit hier mit den neuen Ultraschall-Vernebelern verhalten. Wenn ihr Fragen dazu habt, scheut euch nicht, schreibt mir in die Kommentare. Ich bin immer gerne bereit, zu allem, was ich hier so treibe, Auskunft zu erteilen. So, was fehlt jetzt noch? Ganz klar, die 3 Aquarien auf meinem Krebsterrarium. Hier halte ich einmal Blue Bolt ganz links. In der Mitte, das ist mein Blue Dream. Da halte ich die Neocaridina. Und ganz rechts, da sind die neuen Galaxy Fishbone Pinto. Nichts bleibt hier undokumentiert. Deswegen kennt ihr das sicherlich alles von meinem Kanal. Denn ihr seid ja aufmerksame Beobachter. Hier hat sich überhaupt nichts Neues getan. Ich plane hier aber eine komplett neue Beleuchtung. Ich möchte das da oben am liebsten alles wegreißen, weghaben, in die Tonne kloppen. In absehbarer Zeit gibt es auch hier etwas Neues. Stay tuned, abonniert den Kanal, ihr werdet es mitbekommen. Im mittleren Becken füge ich CO2 zu und dünge das Ganze, das ist hartes Berliner Leitungswasser. Die beiden Caridina-Becken links und rechts laufen natürlich mit aufgesalzenem Osmosewasser. Auch hier nichts Neues. Ich kann euch noch die CO2-Anlage zeigen. Die sieht so aus und versorgt, wie gesagt, nur das mittlere Becken mit CO2. Was mich gleich zum Ende bringt, hier mein letztes Tai-Tai-Bi-Becken. Das ist sowas von neu, niegelnagelneu, heute Nacht erst fertig geworden und leider auch schon kaputt gegangen. Als Licht benutze ich hier eine Chihiro C2 RGB. Super geiles Teil, vor allem für die kleine Pfütze hier.
Das ist ja nur ein ADA Mini M mit 40 Watt, das hat ordentlich Power und ich war wirklich überrascht. Hier auch der Außenfilter 150 Classic Ehelm, läuft in der Schaltschutzbox. Wie gesagt, halte ich meine Tai-Tai-Bees. Habe ich lange Jahre einen Blog drüber geschrieben, über verschiedene schöne Tiere, die ich zusammengesetzt habe, um zu gucken, was dabei rauskommt. Die sind jetzt mittlerweile in der, ich weiß es nicht, fünften, sechsten Generation. Und ich muss sagen, es sind wirklich schöne. Ja, was sollen das sein? Vielleicht schreibt ihr es mir in die Kommentare. Red Fancies, Black Fancies. Wir sind auf jeden Fall noch nicht am Ende unserer Reise angelangt. Das Aderbecken ist leider kaputt. Ich habe es reklamiert. Schauen wir mal, ob Garnelengümmer reagiert und mir ein neues Becken zuschickt. Und eine Sache habe ich natürlich doch noch vergessen, möchte ich euch aber nicht vorenthalten. Das Froschterrarium zeige ich euch nächstes Mal. Es ist noch in der Planung bzw. im Umbau. Das alte habe ich ja seinerzeit entsorgt. Was ich euch aber zu allerletzt noch zeigen möchte, ist mein Berliner Wald. So sieht er nämlich aus. Viele kennen noch das Video, wo ich in den Wald gegangen bin und hier diese in Kredenzien gesammelt habe. Er ist noch ein bisschen im Winterschlaf. So langsam merkt man aber, es ist Frühling. Der Frühling ist auch hier in der Hermitosphäre angekommen. Hey, vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss durchgehalten habt, dieses lange Video mit mir angeschaut habt. Ja, abonniert den Kanal. Für mehr Videos schaut mal wieder rein, wenn es heißt Ahoi und Tag gesagt.